Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 12. Oktober. Heute dabei Pornhub, Google Home Mini, Alexa, Oculus Go und Snapchat. Beginnen tun wir mit Pornhub, dem Pornoportal, denn da ist Schadsoftware entdeckt worden. Und entdeckt worden bedeutet, ein Jahr lang haben die hinter irgendwelchen Werbebannern Aufforderungen gehabt, Updates zu installieren, die natürlich dann keine Updates sind, also für den Browser jeweils, sondern Malware, womit dann der Rechner jeweils ausspioniert werden kann. Ja, warum das jetzt ein Jahr gedauert hat, um das zu entdecken, steht mal auf einer anderen Seite, aber also ernsthaft, wer ist denn so leichtgläubig und klickt auf so ein Teil? Also die Hörer vom Geek Talk Daily vermute ich mal nicht. Denn das wissen wir ja schon lange, dass man nicht einfach auf Banner-Pop-Ups draufklickt und was installiert. Und wenn doch, dann wisst ihr das spätestens jetzt. Also immer aufgepasst im Netz und auf Pornhub sowieso. Google, die haben ja vor ein paar Wochen Hardware vorgestellt und dann das Home Mini. Und das Home Mini hat die Top-Touch-Funktionalität, wo man damit interagieren kann, also nicht nur die Sprache nutzt. Und die wird jetzt entfernt. Also sie wird komplett entfernt, da ja aufgetaucht ist, dass das Home Mini die ganze Zeit zuhört und konstant Audioclips an Google schickt zur Auswertung. Also soll ja eigentlich ausgewertet werden, die Geräusche und die Stimmenerkennung. Und also macht euch mal auch ruhig ein bisschen locker und keine Gedanken, sage ich immer. Die werden sich das nicht inhaltlich anhören. Aber mein Gott. Es sollte so nicht sein. Sie können es wohl auch nicht einfach mit der Software fixen. Und dann haben sie gesagt, okay, das ist jetzt rausgekommen. Wir sind nicht sicher, dass wir es fixen können. Und dann killen wir die Funktion komplett. Also, das Google Home kann nur noch, als Google Home Mini, kann nur noch mit der Stimme bedient werden ab sofort. So schnell kann es gehen. Was sie ja auch mit der Stimme bedient, ist die verschiedenen Amazon Echo Devices, wo die Alexa drin steckt. Und die lernen jetzt ein Feature, wo Amazon die ganze Zeit eigentlich schon hinter Google hinterhergehechelt ist, denn die bekommen nun die Möglichkeit, langsam nach und nach wird es ausgerollt, die Möglichkeit, Stimmen zu unterscheiden. Wenn man also mit mehreren Menschen in einem Haushalt wohnt, kann die Alexa in kurzer Zeit, also jetzt bald, wenn ihr das Update dann bekommen habt, erkennen, wer mit ihr redet und dementsprechend weitaus bessere Ergebnisse oder auf die Person bezogene Ergebnisse rausschmeißen. Gute Sache. Habe ich eigentlich auch nur drauf gewartet. Ich persönlich nicht, denn ich bin ja hier allein im Haushalt. Aber vielleicht kann die Alexa ja auch so den Besuch kennenlernen, der da mal mit meinen Echos spricht. Naja, aber auf jeden Fall für Familien Top-Ding. Oculus, die hatten jetzt den großen Event, die Oculus Connect 4, und haben dort auch Hardware vorgestellt. Und zwar ein neues Einsteiger-Headset. Und zwar das Oculus Go. Das kostet nur $199 und braucht auch keinen externen PC, sondern alles ist direkt in dem Gerät eingebaut. Und das ist jetzt anscheinend das VR-Einstiegsgerät, mit dem Oculus den Markt aufrollen möchte. Das Oculus Go hat ein Fast-Switch-LED-Panel mit einer Auflösung von 2560x1440 Pixeln. Und ja, Blickwinkel 100 bis 110 Grad, alles Zahlen, mit denen ich nicht so viel anfangen kann, aber wenn ihr wollt, lest euch den Link in den Shownotes durch. Das klassische VR-Headset von Oculus, das Oculus Rift, das wurde übrigens auch im Preis gesenkt und kostet jetzt nur noch €449 oder in den Staaten $399. Ja, damit eigentlich eine Aktion, um den Abstand zum HTC VR-Headset, das Vive, auch nochmal ein bisschen zu vergrößern. Und ja, spannend, was da passiert. Bei $199 ohne zusätzliche Hardware bin ich vielleicht sogar auch interessiert, mir sowas als Spielzeug zu gönnen. Aber schauen wir mal. Entwickler bekommen im Laufe des Jahres die Dev-Kits dafür. Und dann gucken wir mal, was die mit dem Oculus Go so anfangen können. Markteinstieg ist übrigens Anfang 2018. Was jetzt auch demnächst kommt, bei mir leider noch nicht, weil ich noch keine Karten bekommen habe, wie ich gerade gesehen habe, und auch kein Update ansteht im App Store, ist ein neues Update für Snapchat. Und zwar die Kontextkarten.
Kontextkarten kommen mir irgendwie bekannt vor, sehen so ein bisschen aus wie die alten Google-Karten, die Google nach vorne geschoben hat auf den Android-Devices, wenn man was wissen wollte. Das sind jetzt Karten, wo man aus dem Snap einfach hochscrollt, wo man ja mittlerweile auch schon eine Internet-URL hinterlegen konnte. Und auf den Kontextkarten gibt es jetzt zusätzliche Informationen von TripAdvisor, Foursquare, Michelin und Goop. Also weitere Partner sollen natürlich noch folgen, wie üblich. Und so ist man beispielsweise in einem Restaurant und zieht nach oben und kann die Bewertungen von einem Restaurant erkennen, die daraus generiert worden sind. Ich gucke mir das noch genauer an, wie das auch funktioniert. Funktionalität soll es auch geben. Beispielsweise soll man auch ein Uber darüber buchen können. Und auf jeden Fall schöne Sache. Ich freue mich drauf und ich werde euch gegebenenfalls informieren, wie es dann bei mir läuft. Vielleicht auch im großen Geek Talk, wenn wir darüber reden. Und das war's für heute auch schon. Ich wünsche euch einen guten Donnerstag. Morgen der letzte Tag der Arbeitswoche für euch. Ich hoffe, wir hören uns nochmal und sag bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.